Herzlich willkommen hier bei Life bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Was war das für eine Aufregung? Einen Brief im Briefkasten zu haben, dass man unerlaubt irgendwie Daten weitergibt. Wow. Und für das sollte man 190 Euro zahlen. So geschehen im Sommer 2022 in Österreich. Wie man sich dagegen und davor schützen kann, dass man nicht verklagt wird, erklärt uns heute Magister Johannes Stefan Schrefel aus Mödling. Und ich bedanke mich herzlich für die Einschätzung der rechtlichen Situation. Und alles, was Sie wissen müsst, findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Viel Spaß! Google Fonts, Magister Johannes Stefan Schrefel, Rechtsanwalt in Mödling. Nun, in den letzten Wochen gab es eine große Aufregung unter den Unternehmern. Es hat ein junger niederösterreichischer Rechtsanwalt mit Hilfe eines Algorithmus, einem sogenannten Webcrawler, das Internet nach Homepages durchsucht, die einen bestimmten Google-Dienst verwenden, und zwar Google Fonts. Das ist eine Bibliothek von Schriftarten. Und stellt die Behauptung auf, dass seine Klientin dort recherchiert hat, draufgekommen ist und sie sich dadurch in ihren Datenschutzrechten beeinflusst fühlt, weil diese Daten möglicherweise nach Google in den Mutterkonzern nach Amerika weitergeleitet werden könnte. Wir haben in der Kanzlei jetzt über 300 solche Causen, die wir auch entsprechend abwehren, wo wir sagen, dass einmal, solange er mir nicht urkundlich nachweist, wann seine Mandantin, und zwar unter Angabe von Uhrzeit, Datum und Dauer auf der Homepage eines Mandanten war, mache ich mal eigentlich gar nichts. Wir argumentieren auch damit, dass laut den Informationen von Google selbst diese IP-Daten des anfragenden Computers gar nicht protokolliert werden. Also es besteht da wahrscheinlich auch tatsächlich keine Gefahr einer Weiterleitung. Die nächste Frage ist, ob das weitergeleitet würde nach Irland oder in die USA. Weil wenn es in Irland ist, sind wir innerhalb der Europäischen Union und dann ist das eigentlich keine Problematik. Der Kollege fordert eben die Unterlassung, dass man das nicht mehr verwendet. In der Tat haben dann einige Klienten dann diesen Dienst entfernt bzw. technisch so aufbereitet, dass hier eine Weiterleitung ausgeschlossen ist. Er fordert die Abgabe einer Datenschutzerklärung, was mit den Daten seiner Mandantin passiert ist, und da ist meine Empfehlung, dass man angeben soll, dass er keine personenbezogenen Daten seiner Mandantin verarbeitet, also natürlich mit Ausnahme jener, die aufgrund dieses Aufforderungsschreibens jetzt gekommen sind. Und der Kollege fordert einen Schadenersatz und stützt sich dabei auf ein Urteil des Landgerichts Münchens. Nachdem München für Österreich keinerlei Präjudiz hat, ist das dieses Urteil auch in Österreich nicht vergleichbar, noch nicht anzuwenden. In Deutschland genügt tatsächlich der bloße Unmut, dass sich jemand in seinen Rechten beeinträchtigt fühlen kann. Und dieser Unmut genügt in Österreich nicht, sondern es muss tatsächlich ein Schaden entstanden sein, der aber nicht gegeben ist, den aber auch seine Mandantin dann im Falle eines Gerichtsprozesses darlegen müsste. Der Kollege will 100 Euro Schadenersatz und für sein Einschreiten 90 Euro. Glaubt man den Medienberichten, wurden irgendwie zwischen 30.000 und 50.000 solcher Schreiben versendet. Und wenn da nur 10.000 überweisen, macht der Kollege das Geschäft seines Lebens. Ich selbst, ich muss da sehr vorsichtig sein, erachte dies als eine schwer standeswidriges Vorgehen, da seine Angabe, seine Mandantin hätte auf der Homepage kontrolliert, nicht stimmen kann, weil wir wissen schon, dass dieser Zugriff über diesen Webcrawler, das ist diese Software, die er verwendet, zwischen 1 und 5 Sekunden gedauert hat, und in dieser Zeitspanne kann niemals jemand eine Homepage bis in die Untiefen und Tiefen recherchieren, ob dort irgendwelche Google-Dienste verwendet werden. Also das geht nur automationsunterstützt. Der Kollege betont auch noch extra, dass er in jedem Schreiben sagt, er vertritt seine Mandantin nur
in dieser speziellen einen Causa gegen die jeweiligen Unternehmer. Wir wissen, das ist 50.000 Mal oder 30.000 bis 50.000 Mal passiert. Also ist das auch wahrscheinlich nicht der Wahrheit entsprechend. Und wenn er jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er über diese Tatsachen täuscht und dann Geld dafür verlangen will, das ist anders genug, dass die Staatsanwaltschaft hier strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen hat. Und wenn es hier zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt, dann wird es sicherlich auch ein Disziplinarverfahren gegen den Kollegen geben. Ich kann nur jedem empfehlen, auf dieses Schreiben entweder nicht zu antworten oder zu antworten, dass die Ansprüche abgelehnt werden. Das ist aber auch ein bisschen die persönliche Entscheidung eines jeden Betroffenen, weil der Kollege androht, dass mangels Zahlung er eine Unterlassungsklage einbringen wird und eine Anzeige bei der Datenschutzbehörde. Also ich glaube persönlich nicht, dass es hier zu umfangreichen Klagsführungen kommen wird, zumal der Kollege diese Prozesse alle vorfinanzieren muss. Jetzt hat er wahrscheinlich ein bisschen Geld dafür, aber ich weiß nicht, ob er sich das wirklich antun will. Und die Datenschutzbehörde, die auch schon eine Stellungnahme abgegeben hat, dass solche Datenschutzverletzungen grundsätzlich von der Datenschutzbehörde zu verfolgen sind, wird keine große Freude haben, wenn es da tausende Verfahren geben kann. Und die Datenschutzbehörde straft auch nicht sofort, sondern die Datenschutzbehörde hat den Auftrag, das zunächst aufzuklären, mit einer entsprechenden Erklärung, welche Daten verwendet werden. Und dann würde ich mir erst Gedanken machen, sollte es hier tatsächlich zu einem Kontakt mit der Datenschutzbehörde kommen. Meine Empfehlung ist, dieses Schreiben entweder nicht zu beantworten oder aber als Antwort abzugeben, dass die Ansprüche bestritten werden. Nun, wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, dann fragen Sie bei der Rechtsschutzversicherung nach, ob es hier eine Rechtsschutzdeckung gibt. Dann können Sie es auch ohne Kostenrisiko an einem Rechtsanwalt vergeben. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Ausführungen gedient habe und stehe für Rückfragen gerne noch zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung, lieber Herr Magister Johannes Stefan Schrievel aus Mödling. Und der ist natürlich auch verlinkt und für euch da, wenn ihr ihm eine E-Mail schickt. Und das ist alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und haltet die Ohren steif. Alles Liebe!